Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Artikelserie zum Thema Digitaltechnik. Heute soll es um die beiden letzten Gatter gehen, die ich vorstellen möchte, und zwar um die Gleichheit, also die Äquivalenz, und die Ungleichheit, die Antivalenz. Die Antivalenz kennt man auch als XOR. Was das bedeutet, sieht man, glaube ich, am besten im Logiflash-System. Zunächst einmal soll es um die Äquivalenz gehen. Äquivalent bedeutet so viel wie gleich. Das heißt, wir möchten dann am Ausgang eine 1 haben, wenn die beiden Eingänge gleich sind. Also wenn sie entweder beide 1 sind oder wenn beide Eingänge gleich 0 sind. Wie könnte man sowas realisieren? Man kann sich überlegen, okay, wir fragen erstmal ab, ob beide Eingänge gleich 1 sind. Das kann man dann ganz gut mit so einem Und-Gatter machen. Und wenn ich hier zwei Buttons davor setze, dann habe ich genau dann am Ausgang eine 1, wenn beide Eingänge gleich 1 sind. Das kann man sich mal anschauen mit einer Lampe hier oben. Und wenn ich das da oben mit verbinde, dann sehe ich, dass ich dann eine 1 habe, wenn beide Eingänge gleich 1 sind. Äquivalenz bedeutet aber auch, ich möchte dann eine 1 haben, wenn beide Eingänge gleich 0 sind. Das kann ich auch wieder mit einem Und-Gatter überprüfen. Und zwar brauche ich dafür zwei Inverter, die ich hier mal so vorsetze. Und die verbinde ich mal mit meinen beiden Signalen hier oben. Einmal so und einmal so. Und auch das Signal kann ich mir mal anschauen mit einer Lampe. Gehe hier mal rüber und verbinde das damit. Wenn beide Signale gleich 0 sind, dann habe ich am Ausgang dieser Invertierer jeweils eine 1. Und diese Unverknüpfung dieser beiden Einsen ergibt mir entsprechend eine 1. Das heißt, wenn beide Signale gleich 0 sind, bekomme ich über diesen unteren und über dieses untere Und-Gatter eine 1. Wenn beide Signale gleich 1 sind, dann bekomme ich über dieses obere Und-Gatter eine 1. Und ich möchte jetzt am Ausgang meiner Äquivalenzschaltung eine 1 haben, wenn entweder hier oben diese Lampe leuchtet, also beide Eingänge sind 1, oder beide Eingänge sind 0. Ja, man hört schon an dem Satz, dafür nehme ich ein Oder-Gatter. Verbinde letztendlich die beiden Ausgänge mit diesem Oder-Gatter. Das heißt, hier an die Steuerungstaste denken. Mit der Steuerung kann ich hier letztendlich so eine Verbindung abnehmen und die damit verbinden. Hier entsprechend auch Steuerungstaste drücken und damit verbinden. Um mir das mal anzugucken, schalte ich hinten eine Lampe hinten an und verbinde das damit. So war das nicht gemeint. So. So. Okay. Das heißt, wenn beide Eingänge 0 sind, habe ich hinten eine 1. Wenn beide Eingänge 1 sind, habe ich hinten auch eine 1. Wenn nur ein Eingang 1 ist, habe ich am Ausgang eine 0. Und wenn der andere Ausgang 1 ist, habe ich hinten auch entsprechend eine 0. Weil man sowas häufig braucht, gibt es das auch als fertige Schaltung. Das findet man hier unter XNOR. Und wenn ich mir das mal angucke, dann sieht man auch an diesem Symbol, aha, da steht ein Gleichheitszeichen. Ich nehme zwei Button und eine Lampe. Und wenn ich das einmal verbinde, dann sehe ich auch, dass diese Schaltung genauso funktioniert wie die Schaltung darüber. Ja, bei der Antivalenz funktioniert es entsprechend. Ich lösche mal die komplette Schaltung. So, alles markieren und auf Erase. Und schauen wir mal dieses Antivalenzglied an. Das ist das sogenannte XOR. Und das funktioniert so, dass
ich dann eine 1 bekomme, wenn ich genau einen Eingang gleich 1 habe. Also kein OR. Bei dem OR habe ich ja eine 1, wenn mindestens ein Eingang gleich 1 ist. Also entweder der erste Eingang oder der zweite Eingang oder aber auch beide Eingänge. Beim XOR ist das so, dass nur ein Eingang gleich 1 sein darf. Wir überprüfen das mal direkt hier an diesem XOR-Gatter. Und verbinde ich jetzt mal die beiden Eingänge. Wenn ein Eingang gleich 1 ist, dann habe ich am Ausgang auch eine 1. Wenn beide Eingänge gleich 1 sind, habe ich am Ausgang eine 0. Und wenn der andere Eingang 1 ist, dann habe ich am Ausgang auch eine 1. Also beim XOR, bei der Antivalenz, also bei der Ungleichheit, habe ich dann eine 1, wenn die beiden Eingänge ungleich sind. Wenn also nur einer der beiden Eingänge gleich 1 ist. Entweder so oder so.